Hallihallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Let's Play Anatol 14 hier mit mir, FC Freak. Und heute geht es gegen Kloten Flyers. Oh ja. Und zwar auswärts. Ist wieder mal Derby Time angesagt. Und das voll wäre mit zwei Bildschirmen. Sei fast das gleiche sehr. Warum geht das Scheiße mir weg? Egal. Ein bisschen nicht wissen. Ich reg mich gerade ein bisschen auf. Hä? Ach ja, wählen, stimmt. Nein. Weiter. Ich will nicht, dass das immer weggeht, aber egal. Dann geht's halt immer weg, Mann. Kann das ausschalten? Ich glaube es ja wahrscheinlich nicht. Scheiße. Ah, geht so. Gut, kein Problem. Scheiße. Nein. Das war unklug von mir. Das war sehr unklug. Obwohl, vielleicht auch nicht. Scheiße, doch, das war was. Ba, 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 ba. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sehen hier. Anstatt. Hä? Warum? Nö, das Heimspiel nicht auswärts. Stimmt. Richtig ist immer heim. Ja, stimmt. In dem Fall ist Heimspiel. Boah, einfach nur auf den Bildschirm hier achten. Bisschen verwirrend jetzt mit zwei Bildschirmen. Ich habe mir einen zweiten Bildschirm geholt. Richtig geil. Bisschen wieder ins Spiel reingewöhnen. Ja. Dran gewöhnen ans Spiel. Ich denke, es ist jetzt nicht so schön. Das letzte Spiel haben wir ja leider verloren. Leider, sage ich jetzt ja. Bastel mit dem ersten Schuss vom Spiel. Jetzt aber nicht weiterspielen kann, weil er den Helm verloren hat. Was macht Moni so weit hinten? Okay. Pass zu Jennen. Pass zu Berchi. Dieser passt zu Seger. Dieser passt zu McCarthy. Dieser passt zu Mone. Mone mit dem Backhand-Schuss, aber kein Tor. Hier Mone gegen Dupont. McCarthy. Jennen. Mit dem Schuss? Hä, was? Nein, doch nicht mit dem Schuss. Wo ist der Pack? Der Pack ist weiterhin im Spiel. Und für mich ist gerade der 25. Es ist Weihnachten. Immer noch für mich. Heute war auch wieder Weihnachten für mich. In beiden Tagen. Viele sagen ja, 24. ist Weihnachten. Aber eigentlich ist es ja nicht Weihnachten. Ja, ich weiß. Ein bisschen Klugscheiß dann. Ist ja Heiliger Abend. Aber. Eieiei. Scheiße. Den Pack wegnehmen lassen. Aber Blindbacher holt sich die Scheibe zurück hinterm Tor. Ein paar Fehlpass zu Dubois. Mein Gott. Stoffel holt sich die Scheibe auch nicht, ist klar. So, Blindbacher holt sich diese Scheibe. Und der Pass zu Berchi. Und Berchi, der sieht nicht vorbei.
Den Pass hinterm Tor. Für Balzisberger. Das ist Balzisberger mit dem Backhand-Schuss. War kein Tor leider. Ja, das war ein Abseits. Ich will eigentlich. Warum bleibt das nicht der? Egal. Ja, genau, bleib so. Nein. Egal. Oh, scheiße. Bulli verpennt. Hä? Hä, was? Ah, so jetzt. Chappie? Ja, geil. Ja, nicht so ein Klodner-Spieler, Mann. Was soll das? Nein! Nein! Kein Tor! Kein Tor! Ja, Shin-Chen! Und gleich der Gegenangriff. Eingeleitet von McCarthy über Shen. Shen zurück auf Sheppy. Ah, Sheppy kann die Scheibe halten. Aber kommt nicht zum Abschluss. Wird hier zu Fall gebracht. Von den Klotner. Nein. Mein Gott. Sieger mit dem Check. Mit der Scheibeneroberung. Doch, stimmt schon. Fährt hier gleich in die Offensive zu. Mit dem Pass hinterm Tor. Für Draxler. Draxler spielt nach oben zu Blindbacher. Blindbacher zu Sieger. Sieger wollte zu Draxler. Das ging aber leider nicht. Aber jetzt, sie kämpft um die Scheibe. Lechton. Hier in Notwick. Holt sich die Scheibe und leitet den letzten Angriff an. Ein. Ah, und wird hier gestoppt. Und es wird nochmal 5 Sekunden vor Ende des ersten Drittels zu einem Bulli kommen vor dem Klodner Tor. Das ich aber leider verliere. Und damit geht Drittel Nummer 1 torlos in die Pause. Es steht 0:0 zwischen den ZSC Lions und den Klodner Flyers. Make some sound noise, make some noise, make some noise. Wah, nein, Spaß, ich schrei hier nicht jetzt. Besser nicht herum. Wenn ich so klug ist, schon nach 10. Bertie. Mit dem schönen Pass zu Bastl. Und Bastl mit dem Schuss, aber leider das Tor nicht verwertet. Shen aus der Distanz. Aber hier, wir sind eigentlich im Tor. Das ist Gerber. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, wer im Tor ist von Kloten. Ah, Bulli verloren leider. Kann Blindbacher den Kloten stoppen. So halb. Aber Lichton hat die Scheibe. Mit dem Auge für Draxler. Der. Oh, nicht dorthin. Lol. Auch geil. Also es gibt Nicing. Ja. Leider. Ich wollte gar nicht schießen eigentlich, aber. Okay, geht auch. Nein, nicht vom Tor einen Fehler machen. Ah, oh, Bertschi mit dem Versuch fürs 1:0. Ist aber leider nicht geglückt. Ist am Torwart von Kloten hängen geblieben. So wird jetzt der Klotner an Flörler. Ja, geil, was ich hier wieder produziere. Flöhler. Eiskalt. Oh,
ich hab Bauchschmerzen, Mann. Leck mich doch. Ja, das war auch ein Schuss, der Fühler keine Mühe machte und Bieber hier fast mit dem 1:0 verkloht, ne. Was geht gerade? Bastel hat sich aber nun die Scheibe geholt. Spielt sie Topscorer Shannon. Shannon mit dem Schuss. Aber der Torwart hat alles unter Kontrolle. Leider. McCarthy holt sich die Scheibe. Ui, das. Ja, das ist noch Zeit. Ui. Ja, BRG mit dem Offside. Das ist die falsche Seite. Scheiße. Gut, aufgehalten. Keine Strafe hier. So, nun Lechton. Lechton mit dem Schuss. Und das war aber kein Tor, aber knapp, sage ich jetzt mal. Trassler? Nein! Da ist ihm der Stock verbrochen. Aber nochmals ein Check gemacht, um den Spieler aufzuhalten. Und hier der Gegenzug von Kloten. Und es wurde sehr brenzlig hier. Fast das Tor kassiert. Mit dem Pass zu Mone. Ah ja, das war nichts, aber hinterm Tor durch. Nein, nicht doch. Mann, der Pass sollte zu Shannon in den Slot, Mann. Ah. Scheiße. Scheiße Aktion. Aber McCarthy hat die Scheibe. McCarthy spielt die Scheibe zu Chappie und Chappie spielt sie zu Mone. Und Mone spielt sie zu Shannon. Und das wäre fast das 1:0 gewesen, wenn der Torwart nicht dort gestanden hätte, ne? Jenny wird hier von McCarthy gecheckt, der jetzt auch die Scheibe hat. Mit dem Auge für Lechton. Lechton hat keine Anspielsituation mit der Drehung und dem Schuss. So, Lechton hier mit dem Schlittschuh. Ah, ist noch in der Zone. Gunti? Na, das wird nichts mehr. Nochmal sein Check. Gegen den Klotner, aber mir ist nicht drin. Auch in Drittel Nummer 2. Es steht weiterhin 0:0 im Zürcher Derby. Es bleibt weiterhin spannend. Und gleich mit dem Angriff der Zürcher Bastel mit dem Schuss. Ui, wenn der Abprall hätte verwertet werden können, sag ich jetzt mal. Boah. Berchi, aber hier. Berchi, das war der Pfosten. Seger mit dem Schuss. Ah, Seger sollte besser zurück. Nein, nein. Holen wir McCarthy. Nein, nein. Das ist das 1:0 für Kloten. Leck mich doch. Egal. Ja. Leider steht es nun 1:0 für Kloten. Durch das Tor durch Stanzescu oder so. Stanzes. Ah, scheiß drauf. Nein! Es hätte klappen können. Nein, nein, komm Flöller. Ja, danke. Ja klar, Mann. So, Wick nun.
mit dem Pass zu Scheppi und Scheppi mit dem Schuss leicht übers Tor und Shannon mit dem Schuss, aber der Pralle kann auch nicht verwertet werden, leider. Der Topscorer holt sich die Scheibe mit dem Schuss, das war schon wieder der Pfosten und das gibt nun einen Bulli vor dem Klotner Tor. Blindbacher mit dem Direktschuss. Scheiße, Mann. Schön. Nun Lechton. Lechton. Mit dem Schuss. Mann, vorbei. Nein! Bastel, was machst du nur? 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 Einfach ins Gewühle rein. Wo ist der Pack geblieben? Hier oben. Okay. Nein! Ja, Flirler hat den Pack hier. Und das wird nun noch ein Bullige. 3 Minuten sind noch zu spielen und ich muss noch ein 0:1 aufholen, Mann. Bitte, gebt mir das Tor, gebt mir das Tor. Ich will das Tor. Ja, ab, gäbe es ein Tor, okay. Trotzdem will ich weiter. Eieiei. Scheiße. Bulli verloren. Boah, Flüeler hat ihn aber gleich nochmal. Hier kommt sich Sega mit Lem in die Quere. ZSC Lions. Schön. Trotzdem leider steht es 0:1 für Kloten. Wer ist Sieger? Du Bastel. Bastel mit dem Schuss. Nein, es kann nicht wahr sein. Es sind noch 1,5 Minuten zu spielen. Es gibt nun einen Bulli vor dem Tor der Flyers. Ich weiß, 1 Minute zu spielen. Was? Flierlermann! Ja, geil. Ja, was läuft jetzt hier hinten? Okay, so. Nein. Ich muss die Scheibe bekommen. Denn wir. Was? Was? Willst du mich verarschen oder was? Jetzt gibt's noch eine Strafe. Okay, so jetzt aber. Weil sonst kann ich es vergessen. Trassler. Nein, nein, nein. Scheiße. Ja. Das war's. Das war's. Das ist die Niederlage. 2:0. Ah, scheiße, Mann. Leck mich! Oh, fick dich doch, scheiß Spieler. Und wir verlieren ein weiteres Spiel. Nein, es kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, liebe Freunde. Ich verliere das sicher Derby mit einfach mit 2:0.
Ach Mann. Ja, okay. Gleich mal ein bisschen hin simulieren. Einfach weiter. Geil. Cannons ist zurück. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Statistiken. Bist du eigentlich lieber nicht an Jam, um ehrlich zu sein? Scheiße, mein Platz 8, ey. Und ich will gar nicht, ich will nur kurz wissen. Ja, Bern ist immer noch Platz 12, also hä? Ja. Ich habe sogar noch ein Spiel mehr als Zug. Und Zug könnte jetzt einfach aufholen. Hey, ich will einfach in die Playoffs eigentlich. Mehr will ich gar nicht und. Ja. Aber ich hoffe, es wird in der nächsten Folge wieder besser. Ja, ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Ich war's, euer Zifferick, bis dahin. Tschüss, Leute. Haut rein. Tschüss.